Dann komme langsam zum Sitzen. Bringe deine Beine zusammen, kannst du davor noch dich langstrecken, regeln. Drück die Seite da vorne. Komme zum Sitzen auf den Sitzkissen. Könnt ihr mich gut hören? Ist das laut genug? Und wir beginnen mit dreimal um. Sarvamangalamangali Shive Sarvata Sadike Sharanye Trayambake Gauri Narayani Namostute Narayani Namostute Om Shanti 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 Om Frieden, Frieden, Frieden. Wir beginnen dann mit Pranayama, dem Pranayama. Drei Runden Kapalabhati. Lege deine Hände in Chin-Mudra. Rücken gerade, Kopf gerade. Atme tief ein und langsam aus. Atme ein für die erste Runde und so. Ständig aus, Lunge komplett leeren, in deiner Zeit, atme dann noch einmal vollständig ein und vollständig aus. Anschließend atme bequem ein, fülle deine Lunge zu etwa drei Viertel und halte die Luft entspannt an. Konzentriere dich auf den Bauch, auf den Solarplexus. Stell dir vor, die Energie, das Prana sammelt sich jetzt dort an. Halte die Luft nur so lange, wie es für dich angenehm ist. Und dann atme spätestens jetzt aus. Atme weiter. Atme langsam ein. Vollständig aus. Für die zweite Runde atme tief ein und so.
In deiner Zeit nimm eine tiefe Einatmung, Energie, das Prana, das Licht einatmen. Atme aus, lass Energie weiter fließen. Atme bequem ein und halte die Luft entspannt an. Jetzt spüre deine unterste Wirbelsäule, das Wurzelchakra, Muladhara. Stell dir vor, du bist gut geerdet. Und atme spätestens jetzt aus, falls du das noch nicht getan hast. Atme weiter. Langsam entspannt. Und dann für die letzte dritte Runde atme tief ein und so. Zeit. Atme tief vollständig ein und ganz langsam vollständig aus. Dann folgt die bequeme Einatmung. Fülle deine Lunge zu 3/4 und halte die Luft an. Spüre deine dritte Auge, den Punkt zwischen den Augenbrauen. Das Agni Chakra. Und stelle dir vor, dein Kopf wird ganz leicht und ganz weit.
Und dann atme ich spätestens jetzt aus. Atme weiter. Langsam entspannt. Wenn du willst, wenn du brauchst, strecke deine Beine noch kurz jetzt aus. Du kannst sie ausschütteln. Kurz entspannen noch vor der Wechselatmung. Wir üben das Anuloma Viloma im Rhythmus 4, 16, 8, etwa 10 Runden. Lege deine linke Hand in Shin Mudra, rechte Hand Vishnu Mudra, Daumen, Ringfinger, kleine Finger sind ausgestreckt. Rücken gerade, Kopf gerade halten, Schulter gleiche Höhe und dann schließe deine Augen, atme schon durch die beiden Nasenlöcher aus und dann verschließe das rechte Nasenloch. Wir beginnen, atme links ein in 4 Sekunden und halte die Luft an, verschließe beide Seiten und konzentriere dich weiter auf deine dritte Auge, auf das Agni Chakra zwischen den Augenbrauen. Atme Rex aus, langsam, gleichmäßig. Rex einatmen und halten. Links ausatmen, langsam entspannt, tief einatmen, halten, Rücken gerade, Kopf gerade. Rex ausatmen. Einatmen. Halten. Rex ausatmen. Einatmen, halten, stelle dir ein strahlendes, schönes Licht im Agni Chakra vor. Rex ausatmen. Einatmen. Halten. Links ausatmen. Langsam entspannt. Einatmen. Halten. Du kannst gerne auch geistig ein Mantra wiederholen, Mantra Om oder ein anderes, längeres Mantra. Rex ausatmen. Einatmen. Halten. Links ausatmen. Einatmen. Halten. Links ausatmen. Langsam, gleichmäßig.
Einatmen, das Prana, das Licht, die Lebensenergie halten, Licht zwischen den Augenbrauen. Links ausatmen, lasse das Prana weiterfließen. Einatmen, Lebensenergie, das Licht halten. Rechts ausatmen, gebe die Energie, das Prana weiter. Einatmen. Halten. Links ausatmen. Einatmen. Halten. Rechts ausatmen. Einatmen, das Prana, das Licht halten. Stelle dir vor, du nimmst die Lebensenergie auf, energetisierst den ganzen Körper. Links ausatmen. Einatmen, das Prana halten, Energie aufnehmen. Rechts ausatmen. Einatmen. Halten. Links ausatmen. Einatmen. Zwei letzte Runden halten. Rechts ausatmen. Einatmen. Halten. Tauche tief nach innen in die innere Stille. Links ausatmen. Einatmen, halten, innere Stille. Rechts ausatmen. Einatmen. Und halten.
links ausatmen. Und dann die Hand absenken, ablegen, bleiben noch kurz ruhig sitzen und spüre die Wirkung kurz noch nach. Und dann stelle dich langsam auf die Bewegung ein, bereite dich für den Sonnengruß vor, komme langsam zum Stehen. Dann komme nach vorne auf deine Matte. Ich darf bis nur bis dahin, wahrscheinlich. Das ist für Yogalehrer gemacht, ein Käfig. So, dann halte den Rücken gerade, Schulter locker. Kein Rundrücken, richte dich auf, auch kein Hohlkreuz, Bauchmuskeln leicht anspannen, die Hüfte so ein bisschen nach hinten kippen. Und dann wir beginnen, atme tief ein und langsam aus, falte deine Hände vor der Brust. Atme tief ein, strecke dich nach oben, beuge etwa nach hinten aus dem oberen Rücken. Atme aus, nach vorne, nach unten gehen, Hände neben die Füße ablegen, Knie dabei beugen. Einatmen, rechtes Bein weit nach hinten, Knie ablegen. Anderes Bein nach hinten, Atem anhalten. Ausatmen, Knie, Brust und Stirn auf den Boden. Einatmen, komme in die Cobra, Brustkorb öffnen. Ausatmen, langsam in den herabschauenden Hund, Hüfte heben. Einatmen, rechtes Bein nach vorne. Ausatmen, linkes Bein dazu. Einatmen, komme hoch mit geradem Rücken, strecke dich. Ausatmen, Arme senken. Einatmen und ausatmen, Namaste, Hände zusammen. Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen, nach vorne, Hände ablegen. Einatmen, linkes Bein. Anderes Bein dazu. Ausatmen, Knie, Brust und Stirn auf den Boden. Einatmen, in die Cobra, Brustkorb öffnen. Ausatmen, Hüfte weit heben, Fersen zum Boden, Kopf hängt, Nacken entspannt. Einatmen, linkes Bein nach vorne geben, zwischen die Hände stellen. Ausatmen, rechtes Bein dazu. Einatmen, komm hoch und strecke dich. Ausatmen, Arme senken. Einatmen und ausatmen, Hände zusammen. Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen, nach vorne beugen. Einatmen, rechtes Bein nach hinten. Anderes Bein dazu. Ausatmen, Knie, Brust und Stirn. Einatmen in die Cobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, rechtes Bein nach vorne. Ausatmen, linkes Bein dazu. Einatmen, mit geradem Rücken hoch. Ausatmen, Arme entspannen. Einatmen und ausatmen, Hände zusammen. Einatmen, strecke dich. Ausatmen, beuge dich aus dem unteren Rücken. Einatmen, linkes Bein weit nach hinten, Knie ablegen. Anderes Bein dazu. Ausatmen, Knie, Brust und Stirn auf dem Boden. Einatmen in die Cobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, linkes Bein nach vorne. Ausatmen, rechtes Bein dazu. Einatmen, hochkommen. Und ausatmen, Arme sinken. Einatmen und ausatmen, Hände zusammen. Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen, nach vorne. Und jetzt rechtes Bein nach hinten und bleibe im Sprinter. Und jetzt machen wir eine schöne hüftöffnende Variation. Jetzt, wenn du im Sprinter bist, mache jetzt Folgendes. Jetzt
Platziere deine linke Hand jetzt nicht mehr von außen, aber von innen neben den Fuß. Genau. Und jetzt stell dir vor, du möchtest mit dem Oberkörper runtergehen, also mit beide Schultern gleichmäßig Richtung Boden senken. Und so, wenn es geht, Hände kannst du auch was schon also nach vorne leicht nach vorne bringen, so 20 cm weiter vorne. Und dann versuche jetzt beide Unterarme, Ellenbogen in der Weise auf den Boden abzulegen. Ja? Also entweder vielleicht kommst, wenn du kommst, dann kommst du bis zum Boden. Wenn nicht, dann entweder bleibst du so oder kannst du auch ein Kissen nehmen, quasi deine Unterarme auf den Kissen oder zwei Kissen. Vielleicht längliches Kissen, so wie Halbmond, wäre sogar etwa besser. Und dann schau, dass du das Gewicht auf jeden Fall gleichmäßig verteilst. Auch auf den linken Unterarm, nicht alles auf den rechten. Und atme in die Dehnung. Hüftflexibilisierende, hüftöffnende Variation. Und dann komme hoch mit dem Oberkörper, wieder zurück in den Sprinter. Linke Hand wieder von außen stellen. Neben den Fuß und jetzt auch das linke Bein nach hinten. Mach mal weiter mit der nächsten Ausatmung: Knie, Brust und Stirn ablegen. Einatmen, Kopf und Brust heben, in die Kobra gehen. Ausatmen, herabschauender Hund, Hüfte heben, Fersen zum Boden sinken. Einatmen, rechtes Bein nach vorne. Jetzt wieder im Sprinter bleiben, weiter atmen. Jetzt platzierst du deine rechte Hand von innen. Nehmen den rechten Fuß und mit dem Oberkörper gehst du runter mit beiden Schultern gleichmäßig nach unten und idealerweise vielleicht legst du beide Unterarme auf den Boden ab oder fast oder vielleicht legst du sie auf dem Kissen oder teilweise ablegst. Atme in die Dehnung und schau auch, dass du die rechten Schultern rechten Unterarm genauso weit absenkst wie die linke Seite, den linken Schulter. Noch zwei tiefe Atemzüge. Und dann zurück in den Sprinter. Komme hoch, rechte Hand von außen. Jetzt mit der Ausatmung bringst du linkes Bein nach vorne. Jetzt in die stehende Vorwärtsbeuge. Und einatmen, mit geradem Rücken komme hoch, strecke dich. Ausatmen, Arme senken. Einatmen und ausatmen, Hände zusammen. Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen, nach vorne beugen. Einatmen, linkes Bein nach hinten, Knie ablegen. Anderes Bein dazu, Körper gerade. Ausatmen, Knie, Brust und Stirn auf den Boden. Einatmen, komm in die Kobra, Brustkorb öffnen. Ausatmen, Hüfte heben, Fersen zum Boden sinken. Einatmen, rechtes Bein nach vorne. Ausatmen, anderes Bein dazu. Einatmen, hochkommen, strecken. Ausatmen, Arme sinken. Einatmen und ausatmen, Hände zusammen. Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen, nach vorne. Einatmen, rechtes Bein nach hinten, Knie ablegen. Anderes Bein dazu, Körper gerade. Ausatmen, Knie, Brust und Stirn, Achtpunktstellung. Einatmen, komm in die Kobra. Und ausatmen, jetzt in den herabschauenden Hund gehen und da bleiben. Bleibe hier, lasse den Kopf hängen, Nacken ist entspannt. Atme. Und dann strecke noch das rechte Bein nach hinten, nach oben aus. So, das stell dir vor, dein Bein in Verlängerung mit dem Rücken ist. Atme. Dein rechter Arm, Rücken und Bein stell dir vor, ist in einer Linie. Mit der nächsten Ausatmung Bein absenken. Mit der Einatmung dann bringe rechtes Bein nach vorne in den Sprinter. Ausatmen, anderes Bein dazu stellen. Einatmen, hochkommen, strecke dich. Ausatmen, Arme senken. Einatmen und ausatmen, Namaste, Hände zusammen. Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen, nach vorne beugen, Hände ablegen. Einatmen, linkes Bein nach hinten, Knie ablegen.
Anderes Bein dazu, Körper gerade. Ausatmen, Knie, Brust und Stirn auf den Boden. Einatmen, in die Cobra. Ausatmen, jetzt bleibe wieder noch einmal im herabschauenden Hund. Knie gerade, Beine gestreckt, Kopf hängt, Nacken ist entspannt. Und jetzt hebe noch kurz das linke Bein nach oben, nach hinten ausstrecken. Linker Arm, Rücken und Bein in eine Linie, nach oben und hinten. Mit der nächsten Ausatmung dann Bein absenken, mit der nächsten Einatmung dann linkes Bein nach vorne in den Sprint ergeben. Ausatmen, anderes Bein dazu und einatmen, hochkommen, strecke dich und ausatmen. Und jetzt letzte Runde, mache noch allein in deinem eigenen Rhythmus, auch gerne mit Variationen oder ohne Variationen, vielleicht auch, wenn du mit Variationen gerne magst, vielleicht magst du deine Lieblingsvariationen im Sonnengruß. Und falls du mit deiner Runde schon fertig bist, entspanne dich dann entweder in der Stellung des Kindes oder auf dem Rücken im Shavasana. Wenn du deine Runde noch magst, dann mache noch entspannt, ruhig bis zu Ende. Nehme deine Zeit. Atme bewusst, langsam mit dem Bauch ein und aus. Nehme die Bauchbewegung wahr. Yoga-Praxis lebt von der langsamen Bauchatmung. Und dann bereite dich langsam für den Kopfstand Shirshasana vor. Wenn du keinen Kopfstand praktizierst, stattdessen kannst du auch gerne entweder den herabschauenden Hund oder den Delfin praktizieren oder die Hase. Ja, sonst wenn du den Kopfstand machen kannst, komme schrittweise in die Stellung, messe mit den Händen Ellenbogen ab, bilde ein Dreieck, verschränke deine Hände, lege den Kopf ab und dann mache weitere Schritte. Idealerweise kommst du in die halbe Stellung auch ohne Springen, ohne Sprung. Und sonst bleibe in dem herabschauenden Hund oder übe Delfin. Wenn du Delfin praktizierst, atme durch die Nase, langsam ausatmen, langsam tief einatmen. Wenn du Delfine machst, mache so 8 bis 10 Bewegungen. Und achte auf deine Atmung. Egal in welcher Position du bist, welche du Übung von den genannten praktizierst, atme
langsam bewusst mit dem Bauch. Falls du den Kopfstand praktizierst, kannst du gerne noch ein paar Variationen deiner Wahl machen, was auch immer du gerne praktizierst. Beinvariation, Bein auseinander oder Bein nach vorne, ein nach hinten oder Hüfte drehen oder vielleicht Skorpion. Und die anderen können sich schon entspannen in der Stellung des Kindes. Oder auch langsam auf den Rücken gehen, im Shavasana sich entspannen. Dann im Shavasana rolle den Kopf noch nach rechts, nach links. Vergewissere, dass dein Nacken, deine Schultern, der obere Rücken sich entspannen. Und dann schau noch, bevor wir hoch in den Schulterstand gehen, schau, dass du genügend Platz für den Pflug hinter dir hast. Dann bringe deine Beine zusammen, lege deine Arme neben dem Körper. Und wenn du bereit schon bist mit der nächsten Einatmung, hebe deine Beine, Gesäß und drückend vom Boden, komme in den Schulterstand, Sarvangasana, stütze den unteren Rücken fest ab und finde deine Stellung, schau wie weit du dich aufrichtest, wie weit du deine Füße Fersen zur Decke hebst und dann bleibe möglichst entspannt in der Stellung. Füße, Beine sind entspannt auch. Das ganze Gesicht, alle Gesichtsmuskeln ganz locker lassen. Augen geschlossen. Langsam einatmen. Langsam ausatmen. Spüre besonders deine Kehle, Kehlgegend, deine Schilddrüse oder auf der energetischen Ebene dein Kehlchakra, Vishuddha-Chakra. Stell dir Energie dort vor oder spüre es. Wenn du kannst, halte die Stellung noch eine Minute, zwei Minuten insgesamt. Entspanne dich noch mehr im Asana, in der Stellung. Atme noch bewusster. Drei langsame tiefe Atemzüge. Und jetzt mit der Ausatmung senke erstmal nur das rechte Bein in den Pflug, mache den halben Pflug oder eher halben Schulterstand. Stell dir vor, du bleibst im Schulterstand, nur ein Bein geht nach hinten. Das heißt, bleibst du genauso gut aufgerichtet wie davor. Und wenn du den Boden noch nicht berührst mit den Zehen, ist auch okay. Beide Beine sind gestreckt. Mit der nächsten Einatmung hebst du das rechte Bein wieder hoch und mit der Ausatmung senkst du linkes Bein nach hinten und bleibst du
mit dem anderen Bein im halben Flug. Beide Knie durchgestreckt. Atme. Bleibe ganz stabil in der Position. Mit der nächsten Einatmung hebe das Bein, das linke Bein, und dann in deiner Zeit kontrolliert, senke beide Beine hinter den Kopf in den Pflug. Und im Pflug gibt es so eine Anfängervariation, eine Variation, die die Stellung sogar etwa leichter macht. Du kannst das ausprobieren, gerne, wenn du willst. Dafür strecke deine Arme hinter den Kopf aus und suche mit den Fingern, mit den Händen deine Füße, deine Zehen. Wenn du sie findest, dann halte sie und dann schau, ob das klappt, beide Arme und Beine gestreckt zu halten, dabei deine Füße zu halten. Atme, das ist eine sanftere Variation. Wenn du in dieser Stellung bist, vielleicht spürst du, hast du deutlich weniger Dehnung jetzt im Rücken, im oberen Rücken, vor allem im Nacken. Schulter fühlen sich anders an. Das ist etwa entspannter, kann sich anfühlen. Bleib entweder noch kurz so oder gehen weiter, weil mache weitere Variation. Jetzt die Beine kretschen, halte deine Füße mit den Händen und kretsche deine Beine. Weit, so weit wie du kannst. Und dann falte deine Hände, mache Namaste, Hände zusammen, Gebetposition und strecke deine Arme nach Hände nach oben aus, Richtung Decke. Händflächen zusammen, Gebetposition. Arme gestreckt, Beine gestreckt. Atme noch ein paar Mal, ein, aus. Und mit der nächsten Ausatmung, Arme absenken. Beugen, beide wieder zusammenbringen und dann kommen zurück in den Schulterstand. Beine heben und von hier entweder rolle dich Wirbel für Wirbel auf den Boden ab oder wenn du sehr flexibel bist in die Rückbeuge, kannst du auch von hier direkt in die Brücke gehen. Sonst komme noch kurz in die Brücke vom Boden. Wenn du dich abgerollt hast, stelle deine Füße neben dem Gesäß etwa schulterbreit auseinander. Und mit der nächsten Einatmung hebe deine Hüfte weit nach oben. Deine Arme kannst du ruhig auf den Boden lassen, auch Hände. Außer dein Becken weit oben ist, kannst du dann mit den Händen Gesäß abstützen oder unteren Rücken, wenn du sehr aber flexibel bist, sonst klappt das auch nicht. Und wenn wer noch sich mehr fordern will, kann auch gerne optional noch das Rad Chakrasana praktizieren. Für das Rad dann legst du deine Hände unter den Schultern mit den Handgelenken so nach hinten. Und hebst dann Arme durchstrecken, hebst du den ganzen Oberkörper, ganzen Körper noch weiter nach oben, noch mehr Dehnung, noch weiter in die Rückbeuge. Und dann langsam Stellung verlassen, die Brücke verlassen, das Rad auch kontrolliert rauskommen. Und jetzt entweder gleich im Shavasana kannst du dich entspannen oder wenn du brauchst, mache davor noch eine oder andere Bewegung, vielleicht Rückenrolle ist hilfreich für dich oder Kreuzstreckung, weitere Krokodilübung, um den unteren Rücken noch extra zu entspannen. Wenn du das nicht brauchst, dann bleibst du gleich im Shavasana. Langsam tief einatmen. Langsam ausatmen. Stell dir vor, mit jeder Ausatmung, du atmest ganze Müdigkeit aus, alle Verspannungen sich auflösen. Genau. Matsyasana, der Fisch. Bringe Beine zusammen, gebe deine Arme unter dem Rücken, gestreckte Arme, auch die Ellenbogen etwa unter dem Rücken verstecken, Hände sind nebeneinander, Daumen sich berühren, Brustkorb schon jetzt ist, ganz offen. Mit der nächsten Einatmung, dann gehe in die Stellung, stütze dich auf den Ellenbogen, hebe Brustkorb weit nach oben. Mit der Ausatmung lege den Kopf auf den Boden ab
und bleibe im Matsyasana. Spüre vor allem Mitte der Brustkorb dein Herzchakra. Gebe Mitte der Brust noch weiter nach oben und nach hinten und senke deine Schulter noch mehr zum Boden, Schulterblätter noch enger zusammen. Dann bleibe in so einer Position fest und atme ganz tief, vollständig ein und aus. Spüre die Weite, die Dehnung im Brustkorb, im Hals. Halte die Stellung noch kurz. Atme noch dreimal tief und langsam. Mitte der Brustkorb. Herz öffnen. Mit der nächsten Einatmung hebe den Kopf etwa vom Boden und mit der Ausatmung lege dich auf den Rücken. Arme wegtun. Und Shavasana. Füße wieder mindestens hüftbreit auseinander ablegen. Arme seitlich. Händflächen zeigen nach oben. Spüre nach. Dann, ich möchte, dass du eine Variation ausprobierst. Variation von, also eine Fischvariation. Kannst du kurz Kopf heben, damit du kurz mich siehst. Also, vielleicht kennst du diese Variation oder vielleicht sehr, kann sein auch nicht, weil es wird auch nicht so oft unterrichtet, obwohl diese Variation auch im Yoga-Vidya, Hatha-Yoga-Lehrer-Buch steht. Also es geht so, dass man kann im Sitzen erstmal anfangen. Man sitzt so im Schneidersitz. Dann man legt sich auf den Rücken. Man kann sich rollen. Ich meine, man kann auch aus der liegenden Position auch machen, Beine beugen. Und dann versucht man die Füße so zu greifen, von unten am besten. Ja, und legt man dann die Füße ab. Ja, und halt Knie jetzt hängen so in der Luft. Ne? Jetzt man hält die Füße, am besten nicht so von oben, aber von unten, also Handflächen zeigen nach oben. Und dann, ja, sonst, wenn man Fisch jetzt ganz normal wie in den Fisch hochkommen würde, man würde sowas machen. Aber das ist dann hier falsch. Ja? Das machen wir hier nicht, weil es gibt so eine Stellung nicht. Ja? Was wir machen, wir stützen uns auf den Ellenbogen und heben nicht nur Brustkorb, aber auch Gesäß hoch vom Boden, die Hüfte Richtung Decke und Knie zum Boden. Also Hüfte nach oben zur Decke, Knie zum Boden. Ja, und idealerweise dann Knie sind auf dem Boden, natürlich Ellenbogen, Unterarme und auch der Kopf. Und das ist ein bisschen so, stell dir vor, wie eine Mischung von dem Fisch und Rad. Ja, das ist wie Chakrasana, wie Rad, so ähnliche auch Dehnung, vielleicht spürst du dann in den Oberschenkel. Probier mal aus. Ne? Die Schneidersitz erstmal auf den Boden legen, dann leg deine Ellenbogen auch neben dem Körper, ganz nah am Körper und stütze sich auf den Ellenbogen und hebe nicht jetzt nur Brustkorb, aber noch mehr die Hüfte. Stell dir vor, du gehst ins Rad, Chakrasana, und dann Kopf mit dem Kopfboden berühren, Knie. Richtung Boden und dann Stellung verlassen, Beine ausstrecken, bleibe im Shavasana. Atme langsam ein, 1 und 2 und 3, atme aus, 1 und 2.
dann komme langsam wieder durch die Seite da vorne zum Sitzen. Wir üben die Vorwärtsbeuge. Erstmal die halbe Stellung. Das heißt, beuge dein erstmal linkes Bein, linkes Knie, senke das Knie zum Boden, eventuell lege ein Kissen runter, wenn du brauchst. Und dann strecke die Arme nach oben. Atme ein mit der Ausatmung. Beuge dich aus der Hüfte symmetrisch nach vorne über das gestreckte rechte Bein und lege deine beiden Hände an der gleichen Stelle ab. Nicht, dass deine rechte Hand viel weiter vorne oder weiter vorne gelegt ist und Oberkörper so verdreht. Beuge dich symmetrisch nach vorne. Beide Schultern in der gleichen Höhe. Und atme in die Dehnung, Arme, Schulter und Rücken bleibt jetzt hier entspannt. Noch 30 Sekunden. Spüre, wie die hinteren Beinmuskeln sich verlängern, wie sie gedehnt werden. Entspanne sie. Und dann mit der nächsten Einatmung komm raus, hebe deine Arme mit dem Oberkörper, komm hoch, ausatmen, senke die Arme ab. Und dann wechsle die Seite, wechsle die Beine, strecke linkes Bein aus, beuge das rechte Knie, senke es zum Boden. Und dann Arme nach oben, Oberkörper strecken mit der Ausatmung aus der Hüfte, weit entspannt nach vorne beugen, Hände ablegen. Und bleibe hier ganz ruhig, ganz meditativ in der Stellung. Atme, entspanne dich. Halte die Stellung noch kurz. Sei dir bewusst, du beugst dich aus der Hüfte. Als erstes deine Bauchdecke kommt näher und näher zum Bein, zum Oberschenkel. Mit der nächsten Einatmung verlasse die Stellung, komm raus, nach oben, ausatmen, senke die Arme ab. Und dann wechsle die Beine noch einmal, machen wir noch weitere Variationen. Also rechtes Bein gebeugt, gestreckt, linkes Bein gebeugt. Und dann platziere deine rechte Hand von Innenseite ungefähr neben dem Knie, neben das rechte Bein und dann richte den Oberkörper auf und dann drehe mit dem Oberkörper dich nach links, sodass idealerweise dein Brustkorb, deine Schulter parallel zum rechten gestreckten Bein sind. Und dann streckst du den linken Arm nach oben und beugst du dich wie im Dreieck, so seitlich. Na, aber lasse auch danach den linken Arm, so linke Hand auch hängen. Brauchst du auch nicht jetzt gestreckt im Dreieck halten, lasse hängen. Und achte besonders darauf, dass deine Schultern übereinander sind, dass du dich seitlich beugst. Gehe lieber weniger runter, aber mehr seitlich, sodass die Schultern übereinander sind. Und dann schau nach außen jetzt durch den Fenster. Na, Kopf wieder drehen nach unten, wieder nach oben, nach vorne schauen.
Und die nächste Einatmung. Komme hoch. Ausatmen, Arm absinken. Dreh dich zurück. Und dann wechsle die Beine, wechsle die Seite. Lege dann die linke Hand von Innenseite neben den linken Bein ab. Und mit dem Oberkörper drehe dich nach rechts. Hebe den rechten Arm und dann beuge dich seitlich nach links. Ganze rechte Flanke, rechte Seite dehnen. Entspannt dehnen. Atme langsam ein und aus. Bauch hinein. Bauch hinaus. Noch drei tiefe Atemzüge. Und dann mit der nächsten Einatmung komme hoch, ausatmen, Arm absinken. Und dann strecke beide Beine nochmal aus, kurz gehe noch in die volle Stellung, gebe das Gesäß etwa nach hinten, sodass du mir aus der Hüfte in die Stellung gehst, oder sogar nehme ein Kissen, setze dich drauf auf einem Kissen zusätzlich und dann hebe deine Arme, atme ein mit der Ausatmung, beuge dich aus der Hüfte nach vorne. Und dann platziere deine Hände entweder auf die Beine oder auf die Füße, nachdem wie weit du kommst. Dein Rücken bleibt noch relativ gerade, also eine sanfte, harmonische Kurve, aber ohne Rundrücken. Deine Halswirbelsäule bleibt auch in Verlängerung mit dem Rücken, mit der Brustwirbelsäule. Arme, Schultern, halte ganz entspannt. Korrigiere die Stellung noch selbst, überprüfe die Stellung noch selbst. Stell dir vor, mit der Einatmung deine Wirbelsäule wird länger, streckst du die Rückenwirbelsäule nach vorne, nach oben und mit der Ausatmung durch die Entspannung, durch das Loslassen kommt dein Bauch noch näher zu den Beinen. Einatmen, Wirbelsäule etwa länger, ausatmen, entspannen, Bauchdecke kommt noch näher zu den Oberschenkeln und bleibe noch kurz in der Stellung weiter, ganz ruhig, ganz still, entspannt. Noch 30 Sekunden. Atme noch langsamer. Spüre die Stellung als Ganzes. Mit der nächsten Einatmung komme raus, komme hoch mit dem Oberkörper, atme aus, senke die Arme ab. Und dann langsam gehe in die schiefe Ebene mit der Einatmung, hebe deine Hüfte weit nach oben und bleibe hier für 2-3 tiefe Atemzüge. Mit jeder Einatmung hebe deine Hüfte noch ein Stück weiter nach oben. Und mit der nächsten Ausatmung komm runter, setze dich auf die Matte und dann geh in die Bauchentspannungslage. Mach ein Kissen mit den Händen und dann lege den Kopf entweder seitlich oder mittig ab. Lege dich ganz flach hin, Schultern nah zum Boden bringen. Und dann gehe von unten nach oben geistig durch den ganzen Körper hindurch,
Entspanne deine Füße, Beine, entspanne Gesäßmuskeln. Spüre und entspanne ganzen Rücken, Schultern, Arme, auch das Gesicht. Wir machen jetzt erstmal Cobra-Variation, einfach diese Anfänger-Variation mit verschränkten Händen hinter dem Rücken. Dann platziere kurz entweder Kinn oder Stirn auf deiner Matte und dann lege deine Arme auf den Rücken, verschränke deine Hände, deine Finger, halte die Arme gestreckt, also Ellenbogen durchstrecken, Schulterblätter eng zusammenbringen, Schulter hoch. Und dann mit der nächsten Einatmung hebe den Kopf und Brust so weit wie du kannst vom Boden, als ob du dich mit den Armen nach hinten selbst ziehen würdest. Atme, Brustkorb vollständig öffnen, so weit wie du kannst. Spüre die Weite, die Öffnung, die Dehnung im Brustkorb, auch im Hals. Atme, hebe dich noch weiter vom Boden, noch höher. Noch drei tiefe Atemzüge. Langsame Atemzüge, langsam atmen. Mit der nächsten Ausatmung komme runter. Wieder Kissen mit den Händen. Entspanne dich kurz auf den Bauch. Dann die Cobra, Bhujangasana. Hände unter den Schultern legen, sodass die Fingerspitzen nicht weiter als die Schultern sind, noch unter den Schultern. Beine felsen zusammenbringen. Mit der Einatmung dann gehen die Cobra, hebe den Kopf und Brust etwa vom Boden und atme. Spüre deine Rückenmuskeln, Kraft im Rücken und weite Öffnung, Herzöffnung. Atme langsam ein und eins und zwei und drei. Atme langsam aus und eins und zwei und drei. Halte die Stellung noch kurz. Wer will, kann noch ein Stück weiter in die Stellung gehen, die Arme mehr zusätzlich einsetzen, nur die Schulterblätter eng zusammenlassen. Brustkorb bleibt ganze Zeit ganz weit offen. Und dann langsam mit der nächsten Ausatmung Stellung verlassen. Entspanne dich in der Bauchentspannungslage. Du kannst dir vorstellen, mit jeder Ausatmung dein Körper wird noch schwerer und schwerer. Mit jeder Ausatmung sinkt dein Körper in den Boden hinein und entspannt sich noch mehr und mehr. Lege deine Hände unter den Schultern durch den Vierfüßlerstand. Gehe auf den Fersen, setze dich auf den Fersen. Und dann komme so auf die Knie. Wir üben das Kamel. Lasse an der Stelle deine Knie und auch deine Unterschenkel, deine Füße etwa schulterbreit auseinander. Unterschenkel sind parallel. Jetzt beim Kamel hast du ein paar Optionen, also Kamel, wenn man auch einen gesunden, starken Rücken hat, sollte auch kein Thema sein. Ganz eine gute Stellung. Ne?
aber nicht für alle das Rücken mitmacht, ja, und man kann da auch ein bisschen sanfter praktizieren. Das heißt, eine sanfteste Variante ist wieder zwei Möglichkeiten. Entweder in der, wie in der Variation davor, Cobra-Variation, diese Stellung, dass man die Hände verschränkt, ne? So kann man Folgendes machen: den Kopf leicht nach hinten geben, je nachdem, wie weit dein Nacken das mitmacht, und so ein bisschen mehr Brustkorb öffnen. Das heißt, du beugst den unteren Rücken nicht so viel, mehr aus dem Brustkorb so nach hinten gehen. Ja, so eine Position oder andere Variante: legst du deine Hände so auf den unteren Rücken, Schulterblätter möglichst eng zusammen und Kopf leicht nach hinten, wieder Brustkorb öffnen. Das ist so sanfte Variante. Und wenn man schon Kamel macht, ja, kannst du auch probieren. Es gibt auch zwei Möglichkeiten. Erstmal leicht, es ist etwa leichter, wenn du so deine Füße nicht so flach ausstreckst, ablegst, aber so die Zehen aufstellst. Dann sind deine Fersen höher, ne? Dann erstmal kannst du deine Hände auf den Rücken legen, so dich nach hinten so kippen, beugen, schon auch aus dem unteren Rücken, Hüfte nach vorne schieben, und dann suchst du eine Seite, erstmal einen Fersen und dann den anderen. Und so ist noch ein Stück leichter, ne? Und wenn das bei dir klappt, kannst du auch ganz normal das die volle Stellung machen. Das heißt, die Füße sind auch von vorne gestreckt. Und im Kamel schiebe deine Hüfte weit nach vorne und lasse den Kopf hängen, Brustkorb komplett offen. Und dann vorsichtig langsam hochkommen und in die Stellung des Kindes gehen. Setze dich auf den Fersen, Kopf weit vorne ablegen auf die Matte. Und Unterarme neben den Unterschenkel, perfekte Gegenstellung, Entspannungsstellung nach dem Kamel. Entspanne den unteren Rücken, entspanne den oberen Rücken. Und dann Wirbel für Wirbel mit einem runden Rücken rolle dich nach oben, setze dich auf den Fersen wieder. Und dann üben wir dann Halbmondstellung, Anjaneya-Asana. Dann gehe in den Sprinter, das heißt, gebe das rechte Bein erstmal nach vorne. Wie beim Sonnengruß, rechtes Bein weit nach vorne. Überprüfe noch einmal Sprinterposition, ob deine Hüfte also in der gleichen Höhe sind. Und dann, wenn du empfindliche Knie hast, kannst du auf, unter dem linken Knie jetzt eine Decke runterlegen, wenn das nicht weicht genug. Und dann komme hoch mit dem Oberkörper, bleibe erstmal so. Spüre, wie deine Hüfte hängen. Spüre die Dehnung. Und dann mach entweder Namaste oder verschränke deine Finger so. Und dann strecke deine Arme nach oben aus. Zusätzlich, wenn du willst, gehe noch etwa nach hinten in die Rückbeuge, aber mehr aus dem oberen Rücken. Öffne den Brustkorb durch die Brustöffnung nach hinten gehen und weniger aus dem unteren Rücken, weniger ins Hohlkreuz. Strecke dich nach oben und nach hinten. Die Länge bleibt. Und mit der nächsten Ausatmung Arme beugen, senken. Und dann gehe kurz in die Stellung des Kindes. Gebe das rechte Bein nach hinten. Stellung des Kindes zum Ausgleich für Zwischenentspannung. Dann die andere Seite. Hoch, Sprinterposition, linkes Bein nach vorne. Dann mit dem Oberkörper komme hoch, stütze dich mit den Händen oder Unterarmen auf das gebeugte Bein. Spüre, wie deine Hüfte hängen, spüre die Dehnung im Oberschenkel. Und dann Hände entweder falten oder verschränken, strecke dich nach oben
Und noch zusätzlich kannst du aus dem oberen Rücken dich nach hinten beugen. Und lasse die Hüfte aber hängen. Ja, dann gehst du mit der Hüfte, mit dem Gesäß runter und gleichzeitig aber auch in die Rückbeuge. Noch zwei tiefe Atemzüge. Und dann Stellung verlassen. Beuge deine Arme. Komme in die Stellung des Kindes. Spanne den Rücken, oberen Rücken, den unteren Rücken, Arme und Schultern hängen. Und dann mit der nächsten Einatmung komme wieder zum Sitzen, Wirbel für Wirbel, rolle dich nach oben. Für den Drehsitz setze dich gleich nach links neben den Fersen und stelle den rechten Fuß neben das linke Knie. Wenn du jetzt spürst, dass du mit beiden Gesäßhälften nicht auf dem Boden sitzen kannst, streckst du unbedingt das untere Bein lieber aus, machst du den Drehsitz mit einem gestreckten Bein, also linkes Bein in dem Fall ausstrecken. Sonst bleibe so, Rücken aufrichten, Brustkorb etwa öffnen, hebe den rechten Arm, atme ein mit der Ausatmung, drehe dich mit geradem Rücken nach rechts. Komm in den Drehsitz und dann mit der linken Hand entweder weiter das rechte Knie halten oder den linken Oberschenkel. Achte besonders darauf, dass deine Wirbelsäule aufgerichtet ist. Du kannst nur mit geradem, aufgerichtetem Rücken dich drehen. Und auch den Kopf, die Halswirbelsäule auch drehen. Gerne Augen sogar geschlossen halten. Spüre deine Rückenmuskeln, spüre, wie du dich drehst. Dabei atme langsam ein, langsam aus, Bauch hinaus, Bauch hinein. Auch hier zwischendurch kannst du dich selbst korrigieren, dir einen Impuls geben. Stell dir vor, mit der Einatmung, deine Wirbelsäule wird noch länger, du wächst nach oben, Schädeldecke kommt, Scheitel noch mehr zur Decke. Mit der Ausatmung durch das Loslassen, wie von alleine, drehst du dich noch ein Stück mehr. Einatmen, Wirbelsäule ganz lang, ausatmen, tiefer in die Stellung hineingehen. Und dann bleibe noch wieder ruhig, stabil in der Stellung, atme noch ein paar Mal ein und aus. Spüre es. Mit der nächsten Einatmung drehe dich zurück, hebe den Arm, ausatmen, Arm absenken, dann wechsle die Beine, wechsle die Seite. Platziere den linken Fuß neben das rechte Knie von außen, neben den linken Oberschenkel oder wenn du brauchst, dann streckst du das rechte Bein aus. Mit gestrecktem rechten Bein übst dann Drehsitz. Und dann drehe dich mit geradem Rücken mit der Ausatmung nach links zum Fenster. Hand ablegen, hinter dir. Augen schließen. Und spüre, wie schön aufgerichtet dein Rücken ist. Spüre das Drehen. Wie fühlen sich deine Rückenmuskeln, Nackenmuskeln an? Langsam einatmen um 1, um 2, um 3. Ausatmen um 1, um 2, um 3.
wieder. Stell dir vor, mit der Einatmung wird deine Wirbelsäule noch länger. Du richtest dich mehr auf. Mit der Ausatmung kommst noch weiter in die Stellung hinein. Spüre die Stellung als Ganzes. Mit der nächsten Einatmung verlasse die Asana, drehe dich zurück, Ausatmung, Arm absenken. Und dann komme zum Stehen. Wir machen noch eine Vorwärtsbeuge-Drehsitz-Drehsitz-Variation. So, dann komme seitlich auf deine Matte, schau zum Fenster, platziere deine Füße etwa eine Beinlänge auseinander. Und dann drehe den rechten Fuß nach außen, 90 Grad nach außen. Dann verschränke deine Hände, bringe Schulterblätter eng zusammen. Und dann drehe dich so mit dem Oberkörper nach rechts. Und so, dass du so fast so weit wie es möglich ist, symmetrisch nach vorne über das rechte Bein beugst. Und mache dann das mit der Ausatmung. Ja? Jetzt brauchst du den oberen Rücken nicht zu viel beugen. Wieder hier auch, stell dir vor, was du eigentlich willst. Dann als erstes deine Bauchdecke auf den rechten Oberschenkel drauflegen. Also jetzt nicht mit der Stirn oder Nase dein Bein berühren. Das willst du nicht. Eher den Bauch ablegen als erstes. Beide Knie bleiben gestreckt in dieser Variation. Und dann mit der nächsten Einatmung langsam hochkommen. Drehe dich zurück, Füße parallel und dann linken Fuß nach außen drehen. Also auch in dieser Variation, du kannst, es gibt mehrere Möglichkeiten, du kannst auch Arme auf den Boden quasi liegen lassen oder sie weiterheben. Ja, das ist so, beides ist richtig. Mit der Ausatmung dann beuge dich nach vorne nach unten, wieder möglichst symmetrisch, möglich gleichmäßig beide Schultern senken. Bauch geht Richtung, Bauchdecke geht Richtung Oberschenkel. Atme in die Dehnung. Und dann die nächste Einatmung, komme hoch. Und wir machen als letztes noch das Dreieck, Trikonasana. Lasse die Füße wieder parallel. Und dann hebe den rechten Arm. Atme tief ein mit der Ausatmung. Beuge dich seitlich nach links. Und dehne mäßig, ganz sanft, ganz jetzt. Rechte Flanke, rechte Seite. Atme in die Dehnung. Mit der nächsten Einatmung komme hoch, zurück, ausatmen, Arm absenken. Mit der Einatmung hebe den linken Arm. Mit der Ausatmung beuge dich seitlich nach rechts. Ganze linke Flanke wird gedehnt. Noch drei langsame, tiefe Atemzüge. Und mit der nächsten Einatmung dann verlasse die Stellung, dann bringe deine Beine zusammen, bereite dich für die Endentspannung vor, lege dich auf den Rücken.
Jetzt im Shavasana hebe noch das rechte Bein ein paar Zentimeter hoch vom Boden. Spanne das Bein an, halte die Spannung und entspanne. Hebe das linke Bein, anspannen, halten, locker lassen. Hebe dann deine Hüfte, Gesäß vom Boden, spanne Gesäßmuskel an, entspannen. Hebe Mitte der Brust etwa nach oben, Schulterblätter enger zusammenbringen und entspannen. Und dann senke noch den unteren Rücken etwa zum Boden, Bauchmuskeln leicht anspannen und entspannen. Hebe beide Arme ein paar Zentimeter vom Boden, mache Fäuste, Arme anspannen, alle Muskeln anspannen, Schulter zu den Ohren noch hinziehen, weg von den Ohren, Schulter weg von den Ohren schieben, Finger wegspreißen, Richtung Füße und entspannen. Mache dann ein kleines saures Gesicht, Zitronengesicht, entspannen und ein langes Gesicht, Zunge rausstrecken, nach hinten schauen und entspannen. Rolle den Kopf noch langsam nach rechts und links hin und her. Entspanne den Nacken und deine Schultern, den oberen Rücken. Danach bringe den Kopf zurück in die Mitte. Langsam einatmen, Bauch hinaus. Langsam ausatmen, Bauch hinein. Und jetzt wiederhole geistig. Ich entspanne meine Füße und meine Waden. Ich entspanne Füße und Waden. Meine Füße und Waden sind entspannt. Ich entspanne meine Knie und Oberschenkel. Entspanne Knie und Oberschenkel. Meine Knie und Oberschenkel sind entspannt. Ich entspanne meine Hüfte und das Gesäß. Entspanne Hüfte und Gesäß. Meine Hüfte und die Gesäßmuskeln sind entspannt. Ich entspanne den unteren Rücken, den oberen Rücken. Entspanne unteren, oberen Rücken. Der ganze Rücken ist entspannt. Entspanne den Bauch und Brustkorb. Entspanne meinen Bauch und Brustkorb. Alle Bauch- und Brustmuskeln sind entspannt. Ich entspanne meine Hände, Arme, Schultern. Entspanne Hände, Arme, Schultern. Meine Hände, Arme und Schultern sind entspannt. Entspanne das ganze Gesicht, alle Gesichtsmuskeln. Das ganze Gesicht ist entspannt. Der ganze Kopf, die Kopfhaut sind entspannt. Der ganze Körper ist vollkommen entspannt. Stelle dir einen See vor, in den Bergen, im Wald, blauer Himmel, Sonne scheint. Male dir alle Einzelheiten selbst aus und versenke dich in das Bild dieser Landschaft.
Vertiefe deinen Atem, bewege deine Füße, Hände, lass die Bewegungen größer werden. Du kannst gerne, wenn du willst, dich langstrecken, regle dich oder mach auch andere Bewegungen, die dir gut tun. Und danach komme langsam wieder zum Sitzen. Wir binden dann mit dreimal um. Atme tief ein und aus. Atme ein für um. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityor ma mritam gamaya om shanti 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 om frieden frieden frieden. Und bloß Adrushan Namrajaki. Chai. Ja, dann danke euch für eure Teilnahme. Ich wünsche euch einen schönen Tag.